So Leute, hier bei einem Haufen, ich würde mal sagen, verwirrter Gesetzloser heiße ich euch willkommen zu einem neuen Part hier von Mass Effect Andromeda auf Cardera. Und die haben uns einen Hilferuf gesendet. Hier drin haben wir was gesehen von wegen, wenn das eine Körperteil das andere auffrisst. Ich werde mich mal ein bisschen noch weiter umsehen, bis wir mit denen reden. Hier ist nämlich noch ein Datenpad. Sichere Zuflucht an alle, die gerne Wasser trinken. Angeblich hat jemand eine saubere unterirdische Quelle gefunden. Oben in den Hügeln, schwer zu finden, aber Murdoch sagt, der böse Typ hat gesagt, der andere Typ mit den Narben hätte jemanden von diesen Typen gesehen, wie er Wasser gegen Vorräte tauscht. Das waren wohl die Angara, die wir im letzten Part getroffen haben, die dann umgebracht wurden, indem man ihr Wasser vergiftet hat. Käufer, der Typ, der in der Höhle wohnt, vier Blätter, die fiese Asari Tussi mit der Narbe 3 Blätter, Baba Quad Kolugana 8 Blätter, Sloan's Bodyguard 2 Blätter, krasser Fressflash, Turianer mit den fiesen Verbrennungen beim Feuersee, durchgeknallter Salarianer, der zu schnell redet, 4 Blätter, 6 Blätter, ach, keine Ahnung, ich verstehe den Typen nicht. Geht es um? Was für Blätter geht es hier eigentlich? Gesetzlose. Wir haben Ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Erklären Sie das sofort. Das ist kein Notfall. Soll das ein Witz sein? Wir dachten, es wäre wichtig, dass jemand stirbt oder so. Entspannen Sie sich. Okay, ja, wir haben vielleicht etwas übertrieben, aber für uns ist es wichtig. Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, sie hat Heilkräfte. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, Kunden, die medizinische Hilfe brauchen. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden Sie eins. Das ist keine Heilpflanze, das ist wahrscheinlich eine Heilpflanze. Von wegen medizinisch. Natürlich geht es hier ausschließlich um Medizin. Total, so ein Anti-Beauty-Dings. Vielleicht hat es noch andere Vorteile, aber in den Badlands darf man nicht wählerisch sein. Ich habe eine Lampe für Ihre Pflanze. Echt? Wow, mitten im Niemandsland. Hammer, die wird gehen. Und hey, nehmen Sie ruhig eine Probe mit. Sie wissen schon, falls Sie mal eine Infektion loswerden müssen, oder... Sei ruhig, Mann. Wahnsinn. Ultraviolettes Licht. Diese Pflanze verfügt über einzigartige pharmakologische Eigenschaften. Sie liefert ein starkes Antibiotikum. Bei höherer Dosis kann es allerdings psychoaktive Effekte auslösen. Dann haben Sie also nicht komplett gelogen. Das könnte dem Kranken in der Nexus-Zuflucht helfen. Ah, okay. Sehr schön. Haben wir doch was Gutes getan, dass wir diesen merkwürdigen Typen geholfen haben. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sind hier ziemlich weit draußen. So Cardera-technisch. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass hier draußen irgendwo ein... ein Außenposten, also ein Aufklärungsposten wäre. Hier etwas im Wasser, da wollten wir ja auch noch hin. Schnellreise geht hier nicht, nein. Hier wäre der nächste Aufklärungsposten. Dann machen wir mal die Schnellreise dahin. Oh, ich hoffe, der Nomad kommt mit. Ansonsten müssten wir ihn separat nochmal anfordern. Müssen wir wohl? Nein, müssen wir nicht. Er ist da. Sehr schön. Ach, das sind die nächsten. Pathfinder. Ja, ja. Da wollen wir hin. Okay. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ach, da steht der Gegner. Wow. So viel dazu. So viel dazu.
irgendetwas Interessantes? Ich hoffe, das ist frisches Wasser. Gut. Kehren wir zurück zum Nomad. Und kümmern wir uns weiter um unsere Mission. So. Okay, wir müssen jetzt dann bei der nächsten Abzweigung nach rechts. Das müsste ja hier dann irgendwo sein. Genau. Pathfinder, wir nähern uns Charybdis Point, das Exilantenlager aus Yefir's Locks. Wir sollten mit dem Verantwortlichen reden und den Bereich nach Hinweisen durchsuchen. Charybdis Point, okay. Das sieht aber nach dem aus, wo wir schon den... Ach, das sieht nicht nur danach aus, das ist das, wenn hier ein Kroganer sitzt. Ja, hier sitzt ein Kroganer. Da waren wir schon, da haben wir für... Jagd auf den Archon haben wir den Sender hier gefunden. Da habe ich mich aber nicht weiter umgesehen. Achten Sie auf alles, was mit den vergifteten Angara zu tun haben könnte. Sloan erfährt, dass ein Vertreter des Scharlatans sich hier aufgehalten hat. Dann ist dir das scheißegal. Das Kollektiv hat sogar einen Rekrutierer im Crawlers und dagegen unternimmt Sloan auch nichts. Ich will nur nicht irgendwo reingeraten. Sloan gehört nicht ganz Ketterer, nur der Berg. Schaut mal, dem sein Kopf ist in dem Gebäude drin. Das ist ein ziemlicher Bug. Okay. Okay, das ist ein Salarianer, das ist ein Torianer. Mensch, Behälter. Ah, Mallox. Mit dir kann man reden, Mallox. Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Nicht viel Privatsphäre. Nein, danke. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Charybdis Point. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kadera bedeutsame Annehmlichkeiten. Aha, interessant, Ihre Geschichte. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber Ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Klingt furchtbar. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ja, und dabei hatte ich noch Glück. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Mhm. Vergiftete Angara? Mein Trupp und ich sind nicht weit von hier auf ein angaranisches Dorf gestoßen. Die Einwohner wurden vergiftet. Jemand hat ihre Wasserfilter manipuliert. Kein schönes Ende. Hatte Charybdis Point was damit zu tun? Ich habe ein Log gefunden, in dem von Schwierigkeiten mit diesem Lager die Rede war. Wissen Sie was darüber? Nein, tut mir leid. Ich verkaufe nur Betten. Und sauberes Wasser. Mir gefällt nicht, was Sie damit andeuten, Pathfinder. Entweder nehmen Sie jetzt ein Bett oder Sie verschwinden. Bitte. Okay. Willkommen zurück. Auf Wiedersehen. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ah. Ich bin mit Sloan von der Neck... Sie... Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Sie haben überlebt. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden und die Theorie gemacht. Und so entstand Charybdis Point. Wiedersehen. Ich sollte jetzt...
Man sieht sich. Terminal. Besucher Portugal. Name Boyle. Anmerkung Bett, Wasser, Abendessen, Reiseproviant. Advessa. Bettwasser, Xenor, Bettwasser, Reiseproviant, Anmerkung, Svos, Bettwasser, Abendessen, Yossel, Bettwasser. Hausordnung. Hausordnung von Charybdis Point. Was Sie in Ihrer Pritsche machen, ist Ihr Bier, aber machen Sie es leise. Kein Diebstahl, keine Gewalt, kein Mord oder Totschlag. Aufenthalt nur in Ihrer Pritsche und den Gemeinschaftsbereichen. Die Essenszeiten sind Gesetz. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Wir behalten uns das Recht vor, sie jederzeit vor die Tür zu setzen, gerne auch unsanft. Was hat es mit den Namen auf sich? Ich war mal mit einem Menschen zusammen, der auf Mythologie stand. Mellox. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier scannen soll. Deutet alles auf den Mellox hin. Willkommen zurück. Wiedersehen. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Aber jetzt kommt es von links. Das Spiel sagt... Ist das unter uns vielleicht? Kiste. Ausgeräumt. Datenpad. Über Semmarsch. Rayleigh. Behalten Sie ihn im Auge. Er beschwert sich über Sie wissen schon wen und ich will nicht, dass Sie wissen schon, wer davon erfährt. Erinnern Sie ihn an den Schwur und wenn er nicht spurt, nun ein hungriges Maul weniger. Mellox. Okay. Kiste. Wasserfilter. Bauart und Design passen zu denen aus dem Angara-Dorf. Stehlen hat nicht gereicht. Verdammt! Die Hoffnung, dass die Exilanten nichts damit zu tun hatten, war wohl verfrüht. Die Beweise sind ziemlich eindeutig. Hey! Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Filter. Sie haben das Design von den Angara gestohlen, richtig? Das geht Sie nichts an. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Ich gehe nirgendwo hin, du Blödmann. Sie haben ein ganzes Dorf ermordet. Ich verschwinde erst, wenn ich den Grund dafür kenne. Wir sind zu Ihnen gegangen. Fast verhungert, fast verdurstet. Aber statt uns zu helfen, haben uns diese Mistkerle ausgeblutet. Credits, Kleidung, Waffen. Sie haben alles genommen. Nicht alles. Sie haben überlebt. Sie haben sich hier eingerichtet. Die Angara wissen als Einzige, wie man das Wasser dieses Planeten richtig filtert. Wir wollten nur autark sein. Ich habe ihnen Geld für das Design angeboten. Sie haben abgelehnt. Also haben sie sie vergiftet. Und ihr Geschäft stillgelegt. Die Angara verdienen Gerechtigkeit. Ich lasse nicht zu, dass sie damit durchkommen. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Tötet sie! Damit hätten wir haben die Angara jetzt ein bisschen Gerechtigkeit erfahren. Das ist kein kleiner Sieg, Kleiner. Okay, Fähigkeitspunkte plus 6, gut. Kümmern wir uns dann aber bei Zeiten darum. Ja, ich finde, das war man den Angaranern schuldig.
wir kommen aus einer anderen Galaxie und dann passiert sowas. Gut, dann würde ich sagen, Leute, kehren wir jetzt zu Cadera Port zurück, um mit Sloane Kelly die Bedingungen eines Außenpostens auszuhandeln. So. Denke, wir müssen da nicht durch. Ich habe ja schon mal gesehen, wir können da einfach drüber springen. Was haben wir denn hier? Mord in Cadera Port mit Reyes über die Morde sprechen. Auf dem Markt wurde eine Leiche gefunden. Das ist der neueste einer Serie von Morden in Cadera Port. Nee, ich rede jetzt mal mit Sloane Kelly als erstes. Und das Wasser ist ja jetzt hier wieder gut. Transitkonsole. In die Slums verlassen, jawohl. Und dann schauen wir mal. Colt Dalton. Colt? Sie länger? Hatte ich nicht geplant. Gehört diese Schönheit Ihnen? Die Tempest? Ja, die gehört mir. Großartiges Schiff. Sowas sehen wir hier selten. Colt Dalton. Dockverwalter von Cadera. Sloane hat gesagt, ich soll dafür sorgen, dass sie niemand belästigt. Wie nett von ihr. Und völlig untypisch. Sie müssen wichtig sein. Okay. Sind die Docks sicher? Wie sicher ist es hier? Nun, Sicherheit ist ein Handelsgut auf Cadera. Es kommt nur darauf an, wie viel sie ausgeben wollen. Der Hafen ist waffenfrei, aber Mord gibt's in allen Formen und Größen. Immer noch besser, als außerhalb des Berges zu leben. Das reinste Niemandsland da draußen. Haben Sie viel zu tun? Kommen auf Cadera viele Schiffe durch? Seit wir eingezogen sind, schon. Cadera ist einer der wenigen Planeten in Helios mit einer funktionierenden Wirtschaft. Angara und Exilanten aus ganz Helios verschiffen ihre Fracht über diesen Hafen. Wie praktisch, das ist vorerst alles. Danke für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Klingt jetzt nicht sehr motiviert. Datenpad. Ladungsverzeichnis, ID-Nummer, bla bla bla. Verzeichnisnummer, bla bla bla. Empfänger Elora Narantis. Schiffsname Tavuras Gain. Verladehafen, Entladehafen Cadera. Inhalt nicht ausgeführt. Genehmigt von Dalton Colt. So, kann ich mit dir kurz reden? Grayson. Remy hat es unbeschadet zurückgeschafft. Ich habe versprochen, ihre Schutzgebühren für die nächsten Monate zu übernehmen. Das ist auch das Mindeste. Sowas passiert nie wieder. Das genügt nicht. Sowas passiert nie wieder. Überprüfen Sie nächstes Mal alles doppelt und dreifach, bevor Sie jemanden aus seinem Zuhause werfen. Das werde ich. Keine Sorge. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Ich schulde Ihnen was. Allerdings. Gut. Langsame Tür. So, dann begeben wir uns jetzt mal in Richtung. Achso, wir begeben uns in Richtung Sloane Kelly, auch wenn wir dann wahrscheinlich erst mit ihr im nächsten Part sprechen werden. Und wieder so eine langsame Tür, Leute. Schnellreisestation. Ach, das habe ich vergessen, das hätte ich ja auch machen können. Gut, Leute, hier stehen wir vor Sloane Kellys Tür. Hände da, wo ich sie sehen kann. Ja, ist klar. Und da ist auch schon ein Symbol. Und ich würde sagen, das tun wir dann am Anfang vom nächsten Part. Bis dahin, ciao.